So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Smaragd. Ich war ganz kurz versucht, Fire Emblem zu sagen, aber dann habe ich mir gerade nochmal überlegt. Also nein, jetzt nicht absichtlich, sondern aus Versehen. Wir stehen mal wieder am Arsch der Welt in der Wüste. Und ich will jetzt nicht gegen die zwei kämpfen. Und unser Team sieht ja mal interessant aus. Und was kommt aus diesem Ei geschlüpft? Ich habe immer noch keine Ahnung, was aus diesem blöden Ei kommt. Dieses blöde Ei will mich einfach verarschen. Naja, okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Definitiv nicht durch die Wüste, oder? Zeig mal meinen Trainerpass. Wir haben mittlerweile den vierten Orden. Das war der in der Feuerarena, glaube ich, oder? Moment, kann man das nicht irgendwo einsehen? So schon mal nicht. Also, ups, das war der falsche Knopf. Nein, wir wollen jetzt nicht Fire Emblem spielen, danke. okay, keine Ahnung. Kann man, glaube ich, nicht. Ich will auf jeden Fall mal wieder runter vom Fahrrad. Und mal in den Beutel gucken, vielleicht haben wir mittlerweile Surfer. Streckenzerschneider, Blitzzerströmerer. Nein, haben wir nicht. Wo müssen wir dann hin? Ich bin gerade sehr verwirrt. Man merkt mir vielleicht ein bisschen an. Hier gab es eine Arena, oder? Ja, Bad Lavastadt war auch die Feuerarena. Ich komme noch drauf. Ich kann sie nur noch um Stunden handeln. Aber ich komme noch drauf, was wir machen müssen. Also wir haben die Arena von... Da waren wir schon in Blütenburg City in der Arena. Moment, also Metarust haben wir, soweit ich weiß. Laubwechselfeld? Gibt's keine? Malvenfro? Haben wir die Arena in Malvenfro? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Okay, ich gehe einfach mal nach unten. Oh. Oh, ich glaube, ich weiß, was es hier später noch geben wird. Da kommen gerade Erinnerungen wieder hoch. Oh, wie ich damals nach dem gesucht habe, was es da gibt. Wenn es das war, was ich da denke. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es das war, was ich gerade im Kopf habe. Ziemlich. Und was für ein Typ hat er denn nochmal Knackleon? Käfer? Boden? Ich weiß nicht, irgendwie sieht es aus wie Käfer, Gestein, Käfer, Boden, so irgendwas. Setzen wir mal Schnabel ein. Normal effektiv. Das ist toll, wenn man auf einmal während der Aufnahme merkt, dass man noch was vom Essen zu in seinen Mengen hat. Sehr angenehm. Okay. Bestimmt auch sehr angenehm für die Zuschauer zu wissen. Moment, ich brauche jetzt mal ganz dringend meine Tränke, wenn ich denn noch Tränke habe. Also Vitalkraut habe ich, brauche ich aber, will ich aber nicht verwenden, weil ich es gerade nicht brauche. Holzkohle wäre eigentlich... Na, ich weiß nicht. Moment, Tränke. Hier hat man schon mal wenigstens einen halben Trank, sowas ähnliches wie einen Trank. Da, ein Supertrank noch. Wer bekommt jetzt den Supertrank? Ich denke mal Feuerzeug. Okay. Jetzt, was gibt's hier? Eine TM? Ja, Sandsturm. Natürlich Sandsturm, was auch sonst. Sandsturm passt hier einfach perfekt rein. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich hin muss. Nach Norden, nach Süden? Danke. Ich hätte ja nicht herkommen sollen, um ein Picknick zu veranstalten. Ja, das macht man auch nicht bei Sandsturm. Und vor allem nicht in der Wüste. Herr Picknick, bitte schön, in der Wüste. Also jetzt mal unabhängig davon, ob gerade ein Sandsturm tobt oder nicht. Natürlich haben wir genau das falsche Pokémon ausgewählt. Naja, mal gucken, was ein Doppelkick so ausrichten kann. Ja, gut. Dank dem Levelunterschied. Sieht es doch ganz gut aus. Lombrero. Lombrero kann ich... Oh, ich glaube, ich wechsle zu Vogel. Ein Vogel war ja ziemlich schnell.
und ein Dingens da, ein, wie heißt die blöde Attacke? Ein Flügelschlag. Was, Flügelschlag? Ein Flügelschlag soll der... Oh. Oh. Nein, bitte nicht tot. Okay, danke. Der Flügelschlag sollte, denke ich mal, ausreichen. Notsituation jetzt auch interessant, aber ich glaube, ich setze lieber einen Flügelschlag ein. Okay, der Flügelschlag reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Notsituation auch ausgereicht hätte. Oh, ich hätte wirklich nicht hierher kommen sollen. Ja, sag ich doch. Wer geht schon bei Sandsturm picknicken? Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Darüber? Nein. Schön an den Trainern vorbei. Elegant ausgewichen. Zwar aus Versehen, aber was soll's. Da oben gibt's noch eine Geheimbasis. Wer will denn da seine Geheimbasis, bitteschön? Da findet man einen ja nie. Haben wir das Eilrad? Nein, wir haben das Kunstrad. Moment, aber wenn man jetzt hier runter geht, geht's doch eh nur nach... Nach Malmfro City. Was will ich da überhaupt? Ach ja. Ich suche die Story. Wenn jemand die Story gefunden hat, würde er es mir bitte sagen. Ich fühle mich gerade, also ich kann gerade etwas nachvollziehen, wie man sich in einem richtig beschissenen RPG-Maker-Spiel fühlt. Wenn man, also da gibt es ja echt so richtig, richtig schlechte. Wenn man da keine Ahnung hat, wo man eigentlich hin soll. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Pokémon ein schlechtes RPG-Maker-Spiel ist. Weil erstens ist es kein RPG-Maker-Spiel und zweitens würde ich es auch nicht so unbedingt als Vorzeige-RPG bezeichnen. Was für einem Genre gehört Pokémon eigentlich an? Vielleicht könnte er eigentlich doch irgendwie sowas wie ein RPG sein. Achso, okay, den hat Julian schon gekämpft. Ja, und hier geht's wieder raus. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss? Story, bitte sag mir, wo du bist. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir noch nicht gegen unseren Vater gekämpft haben, aber da bin ich mir nicht mehr sicher aktuell. Wenn man kommt halt in so einem Together, wie wir das jetzt hier machen, nie wirklich rein. Die Zuschauer wissen besser Bescheid als man selbst, weil man immer irgendwie rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was Julian im letzten Part gemacht hat, das werde ich erst später sehen und deswegen... habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich glaube, genau das macht den Reiz aus. Dass man jemandem zuguckt, der total ahnungslos ist. Na komm, mach schon. Setz mal Ninjaturm an die vorderste Stelle. Und ich habe schon wieder vergessen, was gegen Ninjaturm sehr effektiv war. Moment, ich möchte gerade mal kurz gucken. Ich hab's gleich. Einmal kurz sehr professionell googeln, wie immer. Na, zeig her. Bitte ein bisschen schneller laden. Ausgerechnet dann, wenn es etwas schneller gehen sollte, will das Internet so wie ich jetzt. Nicht so wie ich. So, Moment. Es war Feuer, Flug, Gestein, Geist und Unlicht. Ich lasse die Seite mal lieber offen. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass sie die noch aus einer oder anderen Mal aufrufen wird heute. Ach so, halt. Ja, wo muss ich jetzt hin? Hier war die Elektroarena, da waren wir definitiv schon. In Fausthafen waren wir definitiv schon. In Graphitport City gab es da eine Arena, da gab es gar keine Arena. Ich glaube, in Blütenburg sollten wir mal noch. In Metarost waren wir definitiv in der Arena. Wären 1, 2, 3, 4. 4. Okay, dann vermute ich doch mal, dass wir jetzt wirklich in die Arena nach Blütenburg City müssen.
Wo muss ich denn da lang? Hier rum? Oder? Doch, ich glaube darum. Da komme ich nicht durch, wie es aussieht. Wegen Surfer. Also nehme ich mal das Rad. Unser wahnsinnig schnelles Rad. Hui. Diese Geschwindigkeit. Moment, ich kaufe mal kurz einen Schutz. Oder zwei. Oder zehn. Und neue Supertränke. 20 Stück können ja nicht schaden. Wir haben's ja. Schutz. Wie viel gehen? Moment. Die Richtung. 20 würden gehen. Ich kaufe mal 10. So, danke. Dass wir nicht alle 2 Meter wieder in der Höhle da angefallen werden. Von irgendwelchen wilden Pokémon. Der müsste jetzt ganz unten sein, der Schutz. Da. Kann man es nicht irgendwie ordnen? Man kann es nur manuell ordnen, aber darauf habe ich keine Lust. So geht's hier überhaupt lang. Oh, das war aber eine sehr weite Strecke. Nein, halt, da ging es überhaupt nicht. Ah, ich erinnere mich. Da hat ja Julian gemeint, man bräuchte hier Schaufler. Braucht man doch aber gar nicht. Wo lag jetzt die blöde Brille? Moment. Detektor. Ein Gerät, das wohl in Items. Ja, ja. Ich wähle es mal gerade kurz aus. Oh, das Gerät zeigt etwas an. Hier muss ein Item vergraben sein. Wie jetzt direkt unter mir, oder? Die da links. Und jetzt sag wieder nicht rechts. Weiter links. Da unten. Na also, Schattenglas. Von wegen Schaufler. Keine Ahnung, was der wieder da gedacht hat. Hm, das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Und weg. Vielleicht hast du deine Brille auf dem Kopf. Nichts, keine Anzeige. Okay, jetzt haben wir nichts mehr hier. Ah, Jutta. Ich habe schon gedacht, jetzt ruft wieder Alois an. Ich habe irgendwie das Gefühl, Alois ruft jeden Part mindestens einmal an. So, dann wähle ich mal gerade wieder das Fahrrad aus. Ist man mit dem Kunstrad überhaupt schneller als mit den Turbo-Tretern? Keine Ahnung. Schutz wirkt nicht mehr. Schutz, da. Ich mag den Namen von der Aschetasche. Den kann man so schön am Stück aussprechen. Die Aschetasche. Finde ich toll. Zum Glück habe ich ja noch meinen Schutz. Ja gut, pünktlich hat er aufgehört. So, jetzt müsste ich dann mal da runter. Da runter, danke. Ach, da geht's jetzt durch den Wald. Glaube ich. Ja, aber durch den Wald gibt's glaube ich viele Abkürzungen. Ja, da und da. Und da, und da müssten wir auch schon draußen sein. Sehr gut. So. Natürlich. War ja klar. Ach ja, Vivian, das Zertrümmerer hätte lernen können. Woher soll man wissen, dass dieses Ding Zertrümmerer hätte lernen können? Wieso kein Ninjaturm Zerschneider? Okay, Ninjaturm erlernt scheinbar exakt die gleichen Attacken wie Ninjas vorher hatte. War es Ninjas? Yes, Ninkada, Ninkada war's. Na, dann brauchen wir eigentlich Ninjas. Das andere gar nicht im Team zu lassen. So, können wir jetzt. Moment. Okay, zeig mal, was da steht. Da steht Arena von Blütenburg City. Norman. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Stärke können wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Na, wie sieht es aus dem Weg zum Zemp? Zum Champ, Schatti. Die Türen dieser Arena öffnen sich, wenn du die einzelnen Trainer besiegst. Ups, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen. Greif mich bitte nicht an! Die Trainer der Arena von Blütenburg City setzen die verschiedenen Items ein. Die Tür auf der linken Seite führt in den Initiativenraum. Die Tür auf der rechten Seite führt in den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet. Lies genau und triff eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Nun, genug der Orte. Okay, also hier waren wir tatsächlich noch nicht drin. Initiative oder Genauigkeit?
Was habe ich denn? Moment. Zeig mal kurz bei Ninjatom den Bericht. Winzige Initiative. Eigentlich schlecht, wenn man bedenkt, dass Ninjatom bei einem sehr effektiven Treffer tot ist. Da wäre eigentlich eine hohe Initiative gar nicht schlecht. Na gut. Verteidigung braucht man eigentlich auf Ninjatom überhaupt keine. Dann nehme ich mal den Genauigkeitsraum. So. Was gibt es denn hier? Ja, das ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke ein Treffer ist. Ja gut, solange nicht jede Attacke ein Volltreffer ist, habe ich damit kein Problem. Astrainer Yvonne mit Enekoro auf 26. Mal gucken, ob ich dagegen ankomme. Das sollte aber keine Gesteinflug... Moment, Gesteinflug, Geist, Unlicht... Ich rufe einfach nochmal kurz die Seite auf. Es war... Feuerflug, Gestein, Geist, Unlicht. Okay, Feuerflug, Gestein, Geist sollte ich alles nicht haben. Es hat Winter. Also gut, es hatte doch Unlicht. Dann darf Samba. Los, Samba! De Janeiro oder was? Keine Ahnung. Ich frage mich, wann sie das endlich entwickelt. Weil zur Entwicklung passt dieser Name einfach perfekt. Hat Finde irgendwie Erstschlaggarantie oder warum? Ist das immer so schnell? Oh. Okay, ich glaube, das lasse ich lieber. Naturkraft wird hier eh nur das Sternschauer, das kann ich mir auch sparen. Oder wird's, Dingens, ne? Ihr wisst schon. Stachelsporen. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Eine Paralyse wäre jetzt gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Nein, Sternschauer. Ach so, ein Volltreffer. Jetzt wollte ich gerade schon wieder protestieren, wie so Sternschauer so viel Schaden macht. Und es kommt wieder ein Übertrag. Supi. Ich freue mich nicht. Ich wechsle mal gerade kurz, das dauert mir zu lang. Ein Doppelkick sollte ausreichen. Ich glaube, eine Cora, Typ normal. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher bei Pokémon. Ich habe eigentlich schon immer irgendwie gern Pokémon gespielt, aber nie wirklich gut. Smaragd war auch mein erstes Pokémon-Spiel. Mein zweites Spiel überhaupt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das erste war Minish Cap, also Zelda. Und das zweite, ich bin gerade am Nachdenken, könnte ein bisschen dauern. Ich meine, das zweite war Zelda, nicht Zelda. Raum der Verteidigung, dann Pokémon Smaragd. Raum der Erholung, um Himmels Willen, da gehe ich da rein. Klingt nett. Wetten da der Erholung? Hey, jetzt geh dahin. Immer wenn der Sieg... Nochmal. Immer wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner KP auf. Kannst du dir vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt? Ich werde dir so eine Situation demonstrieren. Ich mag die Musik am Anfang bei dem Kampf, wenn die noch ein bisschen sprechen. Also jetzt nicht die, sondern die, die gerade eben kam. Hummels. Das kriege ich mit. Ach so. Ich habe ja gar nicht mehr Feuerzeug vorn. Egal, mal gucken, was Flügelschlag ausrichtet. Ja, geht ganz gut. Oi. Oi. Jetzt mal eine Notsituation? Schade. Womit's faulenzt? Es tut was? Hat es jetzt gerade einen Zug lang nichts gemacht? Tagelieb. Och komm schon. Machen wir mal einen Flügelschlag.
Und das Faulenz wieder. Und jetzt noch ein Zugkeep. Okay, gut. Weg damit. Ich konnte nicht genügend KP auffüllen, weil ich eine Angriffskraft. Angriffskraft. Wo geht's hier lang? K.O.-Trefferraum. Oh Gott, nein. Okay, zum Glück ist mein Part jetzt eh wieder rum. Also das heißt zum Glück, ich würde gerne noch weitermachen, aber ich muss aufhören. Aber vorher muss ich nochmal den Rahmen hässlich machen. Und beim letzten Mal hatten wir, glaube ich... Was hatten wir beim letzten Mal? Das da hatten wir beim letzten Mal. Dann wird es dieses Mal... Das da. Ja, genau so lasse ich es jetzt. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim übernächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!